Okay, wir sind hier heute in Göttingen bei Meinhard Ramaswamy, dem Spitzenkandidaten der Piratenpartei für die Landtagswahlen 2013. Wir wollen ihn jetzt für die Newsletter noch ein bisschen ausfragen. Hallo Meinhard. Hallo. Es gibt sicher viele Piraten, die dich kennenlernen wollen, die dich noch nicht von den Parteitagen kennen. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, also meine Generation ist ja mit politischer Aufmerksamkeit groß geworden. Und da war der Vietnamkrieg, da war die neue Ostpolitik, insgesamt einfach eine Aufbruchstimmung. Und während dieser Zeit habe ich neben dem Studium viel politische Bildung gemacht. Und das war hauptsächlich Wirtschaftspolitik, Entwicklungspolitik, Friedenspolitik. Da hat man einfach gelernt, sich für viele politische Bereiche zu interessieren. Und während des Studiums hat dann die Frage der Bildung bei mir eine sehr große Rolle gespielt. Und das ist dann bis zu Ende so geblieben. Bildung ermöglicht einfach eine Revolution von innen. Als Vater von 7 Kindern habe ich Bildungsinstitutionen von allen Seiten kennengelernt. Einmal als Elternteil, aber da ich an verschiedenen Schulen auch unterrichtet habe, kenne ich die andere Seite genauso gut. Das heißt, eigentlich eine ideale Kombination, um Bildungspolitik zu machen. Und als ich 2009 während des Bundestagswahlkampfes die Piraten kennengelernt habe, habe ich gemerkt, dass die Themen, die die besprechen, eigentlich meine Themen sind. Und habe mich dann, als ich Mitglied geworden war, in der AG Bildung engagiert. Und ich glaube, wir haben ein ziemlich außergewöhnliches bildungspolitisches Programm auf die Beine gestellt in dieser AG. Und damit will ich in den Wahlkampf. Was möchtest du konkret verändern in der niedersächsischen Bildungspolitik? Ja, wir haben ein Konzept, das vor allem den Druck und die Angst aus der Schule nehmen soll. Das, denke ich, ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Denn im Moment wird gerade meinem Empfinden nach eine ganze Generation verbrannt, indem sehr hoher Druck aufgebaut wird und sehr reglementiert gelernt wird. Das heißt, wir tun so, als wäre das einfach ein Trichter, den ich aufmachen kann, alles reinschütten kann und dann wieder zumachen kann. Und das ist einfach eine verfehlte Bildungspolitik. Bei der Aufstellung, bei deiner Aufstellung zum Spitzenkandidaten hattest du einen Pakt mit Christian Koch. Hältst du das für ein gutes Omen? Weil das ist ja in Berlin auch schon mal passiert. Ja, ich denke, das ist ein gutes Omen. Ich habe mit Christian schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet und ich glaube, dass wir ein gutes Team bilden werden als Spitzengruppe überhaupt, auch mit den anderen zusammen. Aber mit Christian Koch speziell habe ich zum Beispiel die Präambel der Partei geschrieben. Das heißt, jeder von uns hatte eine geschrieben. Beide sind mit über 2/3 Mehrheit angenommen worden. Und da haben wir uns zusammengesetzt und eine daraus gemacht. Und das war, denke ich, eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Und so, denke ich, wird es auch in Zukunft sein. Schön. In Berlin wurde damals gelost. Wie habt ihr das Problem in Nienburg gelöst? Ja, wir wussten ja schon etwas früher als die Versammlung, dass es einmal bei der Auszählung Patt gab und ein andermal, dass einer von uns vorne war. Und da hat Christian Koch sofort angeboten, in den zweiten Wahlblock zu gehen und sich dort zur Wahl zu stellen und mir den Vorrang zu lassen. Es gab da gar keine Diskussion. Eigentlich sollte nach der Aufstellungsversammlung in Nienburg noch ein Programmparteitag stattfinden. Da aber die Wahlen sehr lange gedauert haben, geht jetzt die Partei ohne Programm in den Wahlkampf. Also erstens war zu erwarten, dass wir nicht genug Zeit haben für einen Programmparteitag. Ich denke, wir müssen daraus lernen, dass wir, wenn wir Satzung und Personal beraten und wählen, dass wir dann keinen Programmparteitag anhängen, sondern den wirklich gesondert machen. Aber wir gehen natürlich nicht ohne Programm in den Wahlkampf, denn wir haben ja bereits etliche Programmpunkte beschlossen in der Vergangenheit. Wir hatten ja auch schon einen Programmparteitag, auf dem etliche Punkte beschlossen sind.
Und das bildet erstens eine gute Basis und zweitens arbeiten die AGs ja sehr intensiv jetzt. Es wird im Herbst einen Programmparteitag geben, in dem der Rest vom Wahlprogramm dann eben auch entschieden wird. Was ist denn jetzt konkret für den Programmparteitag zu erwarten im September? Also von meiner Seite aus, beziehungsweise von der AG Bildung aus, haben wir alleine 9 Wahlprogrammpunkte, die wir zur Abstimmung stellen wollen. Es wird nochmal für das Grundsatzprogramm werden Zielpunkte der Bildungspolitik nochmal zur Diskussion gestellt werden. Und wir sind aber guter Dinge und denken, dass das ohne Probleme abgestimmt werden kann und mindestens eine normale Mehrheit kriegt, wenn nicht eine Zweidrittelmehrheit. Als Schatzmeister im Landesverband genießt du ja ein hohes Ansehen. Sind auch Aussagen zu wirtschaftspolitischen Fragen zu erwarten in deinem Wahlkampf? Ja, eher durch Zufall ist das ja schon passiert, indem ich mich zum BGE geäußert habe. Und da das BGE für mich ein grundsätzlicher Kulturimpuls ist, denke ich, dass da auch finanzpolitische und wirtschaftspolitische Fragen sehr eng damit zusammenhängen. Und insofern werde ich mich zwar von der AG Steuern, Finanzen und Wirtschaft noch beraten lassen, aber selbstverständlich werde ich mich im Laufe des Wahlkampfs dazu Punkten auch äußern. Du bist ja auch noch Schatzmeister im Landesverband und Kreisvorsitzender im Kreisverband Göttingen. Geht das in Kollision dann zu der Spitzenkandidatur vielleicht irgendwann mal? Also, ich bin im Dezember nochmal zum ersten Vorsitzenden hier im Kreisverband gewählt worden. Ich hatte damals schon vorgeschlagen, dass es vielleicht jemand anderer tun möge. Der stand aus zeitlichen Gründen dann nicht zur Verfügung. Und da bin ich es gerne nochmal geworden, aber auch hier denke ich, wir sind ein Team und wir werden diese Mehrbelastung, die ich dann vielleicht habe, irgendwie gemeinsam auffangen und es wird letztendlich keinen Schaden in der Kreisverbandspolitik geben. Aber ich werde mich im Dezember nicht nochmal zur Wahl stellen. 3 Jahre ist im Übrigen ja dann auch ausreichend, so man sagen kann. Da haben wir die Startphase sozusagen kontinuierlich begleitet, aber dann sollen ruhig die neuen Mitglieder dran. Wir haben unsere Mitgliederzahl fast verdoppelt in der Zeit und insofern wäre es nur gut, wenn neue Leute dann Verantwortung übernehmen. Im Wahlkampf ist es ja ganz besonders wichtig für Parteien, über genügend Geld zu verfügen. Du bist Schatzmeister vom Landesverband. Wie willst du diese beiden Positionen, also als Spitzenkandidat und als Landesschatzmeister, in Vereinbarung bringen? Naja, in der letzten Zeit war ich weniger Schatzmeister als Buchhalter. Und ich werde jetzt Unterstützung bekommen, genau in diesem Punkt. Da wird jemand, der Buchhaltung gelernt hat, mich unterstützen und die Dinge erledigen, die Routinearbeiten erledigen, sodass wir da keine Sorge haben müssen, dass da Fehler passieren. Insofern ist das gut. Die strategischen Fragen und Haushaltsfragen würde ich erstmal auch gerne weiter begleiten. Und was dann weiter wird, also der Parteitag, der nächste Landesparteitag, wo der Vorstand gewählt wird, findet unmittelbar nach der Landtagswahl statt. Und wenn, wie wir alle überzeugt sind, in den Landtag einziehen, dann wird der Landesparteitag entscheiden müssen, überhaupt, wie es mit Amt und Mandat steht, wie da weiter verfahren werden soll. Und wenn der Parteitag das sieht, dass ich das auch noch weitermachen könnte, als Schatzmeister, nicht als Buchhalter, dann wäre ich durchaus bereit, das auch noch weiterzumachen. Du sagtest, der Einzug in den Landtag ist relativ wahrscheinlich. Davon gehen wir ja gerne alle aus. Eine der zentralen Forderungen der Piraten ist die Transparenz. Wie denkst du, das umzusetzen? Also sowohl in der Landespolitik als auch zur Basis, also der Basis gegenüber. Ja, die Berliner haben das ja eigentlich ganz gut vorgemacht. Also die haben erstmal einen Informationsblock
erstellt. Ich denke, das ist das Mindeste, was man sofort machen kann. Eine der Ideen ist ja auch, ein Ticketsystem zu entwickeln, zu dem alle Zugang haben. Auch das ist in Niedersachsen schon üblich. Also wir im Vorstand arbeiten längst mit einem Ticketsystem. Und ich habe mit Lars Reinecke ein längeres Gespräch geführt darüber, wie man eine Liquid Democracy Instanz einsetzen könnte, um die Anträge und die Themen, die die Fraktionspiraten dann bearbeiten, öffentlich zugänglich und mitwirkend aufbauen kann, damit wir sozusagen unsere Themen einstellen können und mit Hilfe der anderen dann uns eine Meinung bilden können. Sollen die Fraktionssitzungen eigentlich gestreamt werden? Ich habe da kein Problem mit, wenn das rechtlich zulässig ist, habe ich da nichts dagegen, wenn wir das denken. Wie möchtest du die Basis in den Prozess einbinden, außer über Liquid Democracy und diesen ganzen technischen Geschichten, wo ja auch nicht wirklich jeder mit umgehen kann? Naja, ich denke, wir sind als Landtagsfraktion später, aber auch als Kandidaten schon sehr darauf angewiesen, auf die Kompetenz der AGs, die ja die einzelnen Themen bearbeiten. Dort ist das Feld der Basis, dort kann jeder mitmachen. Es gibt direkte, konkrete Treffen, wo Dinge bearbeitet werden. Zwischenzeitlich werden technische Mittel genutzt, um die Themen weiterzuentwickeln. Das ist, denke ich, die wichtigste Basis überhaupt. Und Beschlüsse wird jeweils ein Programmparteitag treffen, sodass wir auch gewisse Leitlinien für unsere aktuelle Politik bekommen werden. Wie oft werden wir dich dann eigentlich noch am Stammtisch zu Gesicht kriegen? Na, ich hoffe doch regelmäßig. In den Parlamentswochen wird das wohl nicht gehen, weil die ja nun von Montag bis Freitag sind. Aber in den sitzungsfreien Wochen hoffe ich, dass ich immer hier sein kann. Was sind denn außer Bildung und Wirtschaft noch so deine Themen, die du, also jetzt konkret, was du da einbringen möchtest? Na nun, haben wir in den letzten Jahren einen Extremisten im öffentlichen Dienst als Innenminister. Und ich denke, in dieser Zeit sind so viele Grundrechte schrittweise eingeschränkt worden, dass wir als Piraten mehr als genug Arbeit haben, um das mindestens auf die Form zurückzubringen, wie es vorher war. Aber ich denke auch da, um richtige demokratische Grundrechte im Versammlungsrecht, in Fragen des Demonstrationsrechts, in der Asylpolitik. Da gibt es einfach eine Menge Punkte, die wir bearbeiten können und wo wir konkrete Anträge stellen können. Was glaubst du, wie das sein wird, wenn den Piraten da so ein eisiger Wind der anderen Parteien entgegenweht? Was nach einer Weile kommen wird, wenn hier auf Transparenz besteht? Ach, tendenziell ist das ja auch jetzt schon so, dass auf der einen Seite schon deutlich auf Distanz von einigen Parteien gegangen wird, die uns vorher eher freundlich begegnet sind, weil einfach der Konkurrenzdruck da ist durch unsere Erfolge. Aber was die Transparenz angeht, reklamieren ja inzwischen schon die Grünen dieses Thema für sich und sagen, das haben wir immer schon gewollt, ähnlich wie die Bürgerbeteiligung. Das sind eigentlich grüne Themen und die Piraten haben da nichts Neues erfunden. Man muss nicht unbedingt in der Politik alles neu erfinden, aber die haben doch etliche Jahre Zeit gehabt, das umzusetzen. Und das ist ihnen zumindest nicht gelungen und das werden wir versuchen. Weil unser anderer Politikstil, also die Mitmachpartei auf der Parteiebene, aber auch die Transparenz bei den Entscheidungen in der Politik. Und ich glaube, es geht nicht darum, jedes Wort soll von jedem immer gehört werden, sondern es geht bei Transparenz darum, dass politische Entscheidungen in ihren Hintergründen und in ihrem Entscheidungsprozess nachvollziehbar sind für jeden Bürger. Und das werden wir sicherlich umsetzen können. Danke, Meinhard, für das Gespräch. Gerne wieder.